Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen, hier zurück zu Field of Glory 2 Medieval. Wir kämpfen immer noch auf der Seite der Dänen die Schlacht bei Bornhöft und haben bei den Deutschen schon ein bisschen Zweifel am Sieg aufkommen lassen. Allerdings noch nicht genug, wie ich finde. Wir müssen jetzt hier nochmal ein bisschen dran arbeiten. Und das werden wir jetzt hier halt auch einfach mal tun. Ich schieße jetzt einfach mal einige der Truppen hier raus. Ich lasse die jetzt hier momentan noch stehen. Hier haben wir beim letzten Mal einen wichtigen Sieg errungen gegen einen Unterfeldherr, den wir damit hier sogar in die Flucht geschlagen haben. Das war super. So, jetzt greifen wir hier noch an. Eine angeschlagene Einheit, die geschwächt ist. Ist genau das Richtige für mich gerade eben. Leider keinen Sieg davon getragen. Ich drehe mich jetzt einfach mal um hier. Den Armbrustschützen gehe ich auch schon mal ran. Leider bekomme ich hier keine Schwächung hin, weil der Beschuss kann das ja ziemlich gut herstellen. So, jetzt schauen wir uns mal diese Situation hier an. Wir sind hier immer noch in einer vertrackten Lage. Das war gut. Die haben jetzt hier geschwächt. Ich muss mich jetzt hier dem Feind zuwenden. Denn er hat Bösartigkeiten vor. Was ganz offensichtlich ist. So, ich schieße auf die aus nächster Nähe. Komme aber trotzdem hier keine Möglichkeit, ihn direkt in die Flucht zu schlagen. Wie wahrscheinlich ist es, dass ich das hier gewinne? 50%. Das war eher so mäßig. Ich werde mich jetzt tatsächlich so hindrehen. Aus Gründen. So, wir sind da. Dann schieß mal. Kommst da lang. Und du da lang. Zum Glück haben wir gerade eben noch ein paar Reserven. Wisst ihr, das ist das einzig Gute an der Situation. Ja, das hat nicht geklappt. Schade. Das macht endlich dir weg. Endlich die Zwangspanik. Die sind geschwächt worden durch die Aktion, was noch sehr viel besser ist. Das heißt, sie werden nicht mehr so effizient sein. Und jetzt kann ich die hier auch noch in die Flucht schlagen. Zermürbt. Gerät in Panik. Direkt auf einen Flankenangriff. Nochmal. Oh, ist das herrlich. Direkt zermürbt. Aber leider standgehalten. So, aber das war gerade ein wichtiges Momentum. Bis dahin und vorhin ist ein Flankenangriff auf ihn hier. Jetzt gucken wir mal, wie sieht es mit dir aus? 99% Chance auf Sieg gegen diese Ritter. Leider standgehalten. Jetzt sind sie aber immerhin zermürbt. Du rückst jetzt da rein, um dir zu bedrohen. Das hier ist immer noch pures Glück, wenn die jetzt noch starr bleiben. Jawohl. Manchmal darf man Glück haben, ich sag's euch. Auch geschwächt. Also man merkt, ne, die Dänen sind nicht von Haus aus unterlegen. Das sind sie definitiv nicht. Ich halte sie sogar eigentlich für recht stark hier, von dem hier, was sie hier aufwarten. Jetzt greife ich hier noch an. Die sind angeschlagen, wir nicht. Das bringt uns auf Dauer einen kleinen Vorteil. Habe ich wieder nur ihn. Weiß aber einfach momentan nicht, was ich mit ihm machen soll. Wobei, hier bricht jetzt hier die feindliche Linie langsam. Hier ist eine Lücke entstanden, deswegen drehe ich ihn jetzt hier ein. Okay. Feindliche Ritter lösen sich auf. Die geraten in Panik, perfekt. Die wurden dadurch geschwächt. Da haben wir wieder Stand gehalten. Und auf der rechten Flanke. Ja, also wir haben schon 19% des Gegners auf der Flucht, ne? Wir müssen jetzt bloß verhindern, dass die Dithmarschen da jetzt hier eine tragende Rolle spielen und eventuell das Blatt noch zu unseren Ungunsten wenden. Deswegen müssen wir sie einfach nur aufhalten. Die Hauptarmee wird von uns zurückgepusht.
Oh, nice. Wir haben hier tatsächlich den Nahkampf gewonnen, als sie angestürmt haben. Jetzt kommt es hier zum Kontakt. Die ziehen sich zurück. Vielleicht kriegen wir sie sogar noch in die Flucht geschlagen. Oh oh. Ah, ich hab's befürchtet, dass es passiert. Nein! Wir sind instant auf zermürbt runter. Oh. Also ich weiß nicht genau, was da gewürfelt werden kann. Ne? Ich kenne die Regeln nicht nun auswendig. Garantiert nicht. Ich weiß nur, dass da irgendwelche Würfelwürfe stattfinden. Aber es muss auch Patzer geben. Also es muss irgendetwas geben, dass die Moral um 2 Stufen sinkt. Das habe ich schon ein paar Mal gesehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass unter meinen Zuschauern der eine oder andere ist, der das etwas im Detail weiß. Darf das gerne in die Kommentare schreiben. Jawohl, aber da passiert auf der Gegenseite natürlich auch entsprechendes. Jawohl, die nächste Panik. Und das hier, Zwangspanik. Der ist auch, ich auch gleich schon erledigt hier. Bei uns hat sich gerade eben noch mal was gesammelt. Das finde ich gut. Ich versuche den jetzt hier einfach in die Flucht zu schlagen. Du gehst jetzt dahin, schießt auf den. Bis dahin. Schießt auf den. Komm, wir probieren's. Ah, das ist so gemein. Wisst ihr, das hätte ein Flankenangriff werden können. Mit allen seinen erdenklichen Konsequenzen. Aber nee, die bleiben halt nicht dran. Ah, Mist. Das ist der Moment, wo ich als Spieler gerne die Kontrolle hätte und sage, nein, nein, ihr bleibt da. Ihr seid da genau richtig, wo ihr gerade eben seid. Ach ja, komm, greif hier an. Armbrustschützen sind übrigens auch gar nicht so schlecht als Flankeneinheiten. Die könnte man nämlich auch zum Flankieren einsetzen, um den Gegnern die Flucht schlagen. Hier versuche ich nochmal auch mitzuhelfen. Ja, komm schon. Flieht, ihr Narren! Naja, okay, sie fliehen noch nicht, aber sie sind immerhin so weit zermürbt, dass sie bald nicht mehr wollen. Sieht hier aus ungünstig. Auch nicht gerade günstig. Das war gut, dass wir diesen Nahkampf gewonnen haben. Das hat so ein bisschen die Verhältnisse geklärt. Die sind total im Arsch, beide Truppen. Entschuldigung, wenn ich das so hart sage, aber es ist die Wahrheit. Komm schon. Widerstand gehalten. Endlich! Direkt aufgelöst, die Einheit. Jetzt kann ich hier ihn schon mal binden. Boah, 27%, okay. Du hilfst jetzt hier nochmal mit. Shit, wurde geschwächt. Boah, ey, die haben aber gerade gut gekämpft, die Gegner. Das war gut, direkt zermürbt. Ich mache gleich weiter. Und jetzt keine Luft zum Atmen lassen hier. Du greifst hier nochmal direkt an. Das sind schon sehr viel weniger. Ich gucke gerade eben nur bedingt auf die Zahlen. Ich achte nur darauf, ob es grün oder rot ist. Das sehe ich in dieser kurzen Zeit. Wundert euch bitte nicht, warum ich so schnell klicke. Aber die einzelnen Zahlen, ich habe hier gerade eben nicht so viele Optionen. Ich sehe einfach bloß quasi, welche Einheit ich jetzt hier gerade eben an, zum Beispiel am Angreifen hindern kann und welche davon ich hindern muss. Und dann greife ich da halt letzten Endes an oder wo ich einfach eine Gelegenheit sehe, vielleicht einen relativ leichten Sieg herbeizuführen. Ich sage absichtlich relativ, denn leicht ist es definitiv nicht. Hier werde ich auch nochmal unterstützend mit reingehen. Beziehungsweise es wäre wahrscheinlich sogar weiser, das so zu machen. Damit ruhe ich jetzt hier die Flanke. Du kannst schon mal da hoch dich wenden.
Was ist mit dir hier? Kannst auf den da hinten schießen. Waren auch nochmal 5 Pills, die ich gerne mitnehme. Da lang. So, jetzt kann ich hier noch angreifen. Okay. Was mache ich mit den Truppen hier noch? Dahin marschieren. Jemand muss die Dithmarschen halt aufhalten, ne? Dass er nicht direkt hier weiter angegriffen hat. Also es wird auf jeden Fall schwer für die deutsche Seite, das jetzt hier nochmal auszugleichen. Und da laufen sie alle. Die Schreihälse. Die kämpfen seit Ewigkeiten hier, ne? Ah, jetzt sind sie endlich raus. Ja, die stehen perfekt hier, um die Flanke zu gehen. Also, ich kann mich auch nicht beschweren, was mein Glück angeht, ne? Es ist halt manchmal einfach da. Aua. Aua. Uff. Das ist schlecht hier. Das ist ganz schlecht. Ziehen sie noch weiter zurück. Also sie beziehen jetzt hier wieder Stellung, aber bis jetzt sehe ich keine ernste Bedrohungslage, bis auf das hier. Und wenn man bedenkt, dass diese Pikenträger im Vorgänger Fleet of Glory 2 oder halt in der antiken Variante unglaublich verheerend waren, hier sind sie es halt nicht, ne? Mhm. Ja, die Kämpfe sind überall weitgehend ausgeglichen. Na also, da war die Schwächung. Da fallen sie sogar zurück. Es läuft richtig gut, ich sag's euch. Das ist schreckend gut. Da flieht der Feind. Da war nochmal eine Schwächung, das habe ich gesehen. Wir brauchen nur noch 9%, dann haben wir das hier gewonnen. Nur noch 9%. Du drehst dich jetzt hier ein und schießt ihm in den Rücken. Das würde mich entzücken. Und ich greife jetzt dich hier einfach an. Einfach weggelaufen, okay. Dann greifst du da an. Du gehst dahin, drehst dich ein und schießt. Immerhin einen, ne? Ich nehme, was ich kriegen kann. Das hier wird leider kein Flankenangriff. Aber er wird trotzdem vielleicht verheerend. Leider doch nicht so verheerend, wie ich gehofft hatte. So. Angriff von hinten bei Kontakt gerät Feind in Panik. Also. Wenn ich dann noch mehr in der Art und Weise machen. Hier kann ich was machen. Oder, warte mal, hier? Nee, das ist kein Flankenangriff, aber hier ist es einer. Jawohl! Der nächste rennt weg. Oh, ist das schön, ist das schön. So, du gehst da hoch. Drehst dich ein. Kannst leider. Doch, du kannst auf ihn schießen. War kein Schaden, aber man nimmt's mit. Man nimmt's mit. Das hier ist eine realistische Chance hier. Die aber nicht eintritt, schade. Ich versuche jetzt hier nochmal Druck aufzubauen. Jeder Mann, den sie jetzt verlieren, ist für mich nochmal ein kleiner Bonus.
Seht, was ich meine? Kampfstärke-Modifikator plus 34%. Wir sind einfach viel mehr als sie. Aber sie halten Stand. Ja, dann machen wir dasselbe jetzt hier. 79% Chance auf Sieg. Sie halten aber wiederum Stand. Hier leider auch. Hier gehe ich einfach nur so mit rein. Das ist kein Flankenangriff, weil ursprüngliche Position war nicht in der Flanke. Da geht es jetzt nur noch darum, hier Schaden zu machen, bis sie in Zwangspanik geraten, weil sie übermannt werden. Du drehst dich einfach hier hin und schießt. Die sind jetzt zermürbt. Okay, ich glaube nicht, dass ich das jetzt hier dann doch noch so schnell hinbekomme, wie ich mir das erhofft hatte. Ah, doch, hier. Ah, nee, die können nicht angreifen. Die können nicht angreifen. Das ist ärgerlich. Das ist leider auch kein Flankenangriff, aber egal, drauf. So, dann machen wir den Kampf auch noch, sah eigentlich ganz gut aus. Das hier sieht nicht gut aus, aber ich muss den Kampf eh fechten. Habe nicht die Auswahl, ob ich ihn kämpfen will. Sieh was, ich drehe mich ein, ich will die hier nochmal angreifen. Nicht, dass sie sich jetzt in meinem Rücken sammeln, das wäre super schlecht. So, du kannst nicht benutzt werden, schade. Ach, ich muss den da angreifen. Ach so. Das war's. Deswegen konnte ich da nicht in die Flanke. Es sind nur noch 5%, die uns vom Sieg trennen hier. Leider ist beim Feind etwas gesammelt worden. Jetzt sind schon wieder 7%. Das ist halt echt krass hier, ne, mit denen im Rücken. Aber sie sind anscheinend echt nicht so gut. Habe ich zumindest den Eindruck. Also der erste Eindruck von den Dithmarschen ist, ja, kann man haben, muss man aber nicht. Das war der Flankenangriff, den ich schon die ganze Zeit befürchtete. Mir schwimmen die Fälle davon, wenn das noch länger dauert. Eieiei. Das war wiederum nicht so geil. Auch geschwächt. Meine, okay, anscheinend sind die Dithmarschen jetzt hier in den laufenden Nahkämpfen einfach besser oder glücklicher. Ja, wir verlieren jetzt halt diese Nahkämpfe zunehmend, ne? Der hat sich auch gesammelt, der Ritter. Dammit. Hier gibt's halt einfach keine Entscheidung, ey. Boah, endlich eine weitere feindliche Einheit, die in Zwangspanik brät. Da war auch nochmal irgendwie eine Schwächung am Start. Gut, 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 gut. Okay, also es bieten sich uns jetzt hier doch gleich wieder Gelegenheiten, wenn ich sehe, wie hier diese Schwächungen stattfinden. Jawohl, noch eine Einheit in Panik. Muss nur noch eine fliehen und dann war es das eigentlich für sie. %39, okay, es ist nicht ganz eine gewesen. Da hat sich wieder was für uns gesammelt.
Okay, wisst ihr, was wir jetzt machen? Shit, gar nichts. Wollte eigentlich jetzt hier in die Flanke, aber ich kann's nicht. Instant-Schwächung. Sagt man nicht nein. Bleib einfach hinter den. Nice. Ich habe überall hinter mir quasi meine Fernkämpfer hier, ne? Kann die Dip Marsch noch jetzt hier die ganze Zeit trollen damit. Ja, das sieht doch gut aus hier. Ich dachte erst, mir schwimmen die Fälle davon, aber dem ist nicht so. Das könnte schon die Entscheidung sein jetzt hier. Wenn die jetzt wegrennen. Ne, die haben Stand gehalten. Okay, dann machen wir mal hier weiter. 41%, ja, das war's. Flankenangriff, Zermürb, Kontakt. Stand gehalten. Der Moment, wenn so eine Rittereinheit halt einfach anfängt, hier einfach die gesamte Flanke aufzurollen. Das ist so herrlich, ey. Das ist einfach so unfassbar herrlich. Okay, wie sieht's hier aus? 28%. 50%. Ich nehme jetzt noch die 50. Hat mich hingehauen. Dann nehme ich jetzt hier die 28. Das sind nur noch 18. Warum? Sag mal, wie viel sind denn das noch? Das kann echt nicht mehr viele sein. Schieß drauf, komm. Mehr kann ich da gar nicht tun. Du versuchst es dir noch in die Flucht zu schlagen. Jawohl. Die wurden dadurch zermürbt. Was den Sieg wahrscheinlicher macht. Ja. Also ihr seht, die Schlacht ist de facto gewonnen. Jetzt kann ich noch da hingehen und hier schon mal ein bisschen Bedrohungspotenzial aufstellen. Verfolgen die hier noch? Und hier angreifen. Dann Flankenangriff, komm. Den nutzen wir aus. Haben gedacht, dass sie jetzt hier easy verfolgen können, aber so ist es nicht. Die Sache hat sich jetzt für die weitgehend hier erledigt. Jetzt haben sie hier die Armbrustschützen im Rücken und können damit auch nicht mehr viel machen. Was mache ich mit diesen Armbrustschützen hier? Nicht so viel, wenn ich mir das hier so anschaue. Die da hinten vielleicht noch schießen. Aber es ist wenig, was du da tun kannst. Davor dann nachher noch hier in die Flanke zu gehen, mehr geht nicht. Hier kann ich auch noch angreifen. Ja, es ist passiert, Leute. Es ist passiert. Die haben sich gesammelt. Seht ihr, was ich meine? Das war genau das, vor dem ich Angst hatte, dass die sich hier sammeln. Es ist eingetreten. Na also, eine wichtige Schwächung. Und hier haben sie nochmal Stand gehalten. Jetzt sind aber unsere auch geschwächt. Also wenn ich jetzt gleich beende, Leute, kommt sowieso die Meldung garantiert, dass wir das gewonnen haben, ne? Das ist de facto erledigt. Ach, der da. Nee, der bleibt da einfach stehen. Er kann halt nicht angreifen, weil er zermürbt ist. Okay. Dann beenden wir den Turn. Aber man merkt, ne, man muss auf solche Kleinigkeiten halt immer Acht geben. Hinter dir flieht eine Einheit, lass sie nicht aus den Augen. Das heißt nicht, dass sie ewig flieht. Schon gar nicht, wenn es eine hochqualitative Einheit ist oder sowas wie eine Rittereinheit. Die neigen dazu, ihren Mut wiederzufinden, wenn es ihnen gerade passt. Das
müsste jetzt mit dem Teufel zu tun haben, dass wir das jetzt hier nicht sofort gewonnen haben. Denn es ist ja die 40% Marke und 25% Unterschied, ne? Deswegen, sie müssten jetzt so viel von unseren Leuten jetzt hier aufreiben. Und das schaffen sie nicht. Es ist immer noch der eine da, den wir vorhin zermürbt haben, diesen Wurfspeer. Oh. Eieiei. Ja, aber ihr seht, da passieren trotzdem noch unangenehme Dinge für uns. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mir gehen die Männer aus, ihr seht's, ne? Zwangspanik ist teilweise jetzt überall am Start. Die Dithmarschen haben mich echt überrascht. Gut, ich bin immer noch die 25% vorne, aber ihr seht, was ich meinte, mit mir schwimmen die Fälle davon. Die eine Runde davor. Ah! Die war einfach nur günstig für uns. Na, immerhin fliegt der ja auch nochmal. Dass es eine Runde ist, wo ich nicht nur ich auf die Presse bekomme. Was ist mit diesen Typen da falsch, dass sie aber auch nie fliehen wollen? Oh, da gehen wir nochmal in eine Flanke, oder? Oder auch nicht. Wir haben jetzt gerade innerhalb eines Zuges 9% verloren. Doch, da sind wir nochmal in die Flanke gedonnert. Oh, da hat der Feind den Mut verloren. Ja, wir machen es genauso wie beim letzten. Ich gönne euch das natürlich nochmal ein bisschen. Möchten Sie eben den Sieger die Ehre erweisen? Nein! Wir räumen jetzt den hier sofort weg. Sofern wir können. Das ist eher das Problem. Also ihr seht, wie viel es hier halt flieht, ne? Gehen wir uns hier mal ein. Jetzt greife ich hier an. Du drehst dich da ein. Das hier ist alles aber nicht gut. Was mache ich mit denen jetzt hier? Sie hoffentlich in die Flucht schlagen. 92% war unsere Chance gerade. Jawohl! Da wurden die jetzt hier noch geschwächt. Wir gehen denen jetzt hier noch seitlich rein. Aber kein echter Flankenangriff. Aber die Dithmarschener sind keine echte Gefahr. Uns zumindest nicht. So, auch erledigt. Da hoffe ich einfach nur, dass sie sich nicht noch weiter sammeln. Kann ich auch nur schießen. Mehr ist nicht. Oh, und diese dämlichen Ritter, ey, die könnten doch endlich mal einsehen, dass sie verloren haben, ne? Endlich die Zwangspanik. Also jetzt wären noch die 60% erreicht, ne? Jetzt hätten wir auch unter den anderen Siegbedingungen auf jeden Fall gewonnen. So, bedrohe jetzt hier seinen Rücken. Schieß auch noch auf den da. Nächste Truppe, die in Panik gerät. Den greifen wir an und binden wir. Wir haben Stand gehalten, das ist faszinierend. Das kriegen die alleine voll hin. Das hier sieht ganz schlecht aus. Ich mache aber erstmal das da. Das hat die immerhin zermürbt. Bin ich noch mal zusätzlich in ihrer Flanke. Geh da ein, damit ich in diese Richtung noch reagieren kann. Habe ich noch irgendwas frei? Hier habe ich noch frei. Geh die ein. Das ist wieder das Letzte, was ich habe. Also ich würde definitiv sagen,
die Kämpfe sind ausgeglichen. Also absolut. Selbst wenn die Dithmarschner kommen, wenn du halt drauf reagierst. Es ist halt einfach nur eine Frage deiner Entscheidungen, die du halt letzten Endes triffst. Das finde ich gut. Da ist die Zwangspanik. Fast das gesamte Heer der Deutschen, das ist hier flieht. Ne? Man darf nicht vergessen, historisch haben wir die Deutschen das gewonnen. Wahrscheinlich wegen den Dithmarschnern. Aber das weiß ich nicht. Wenn ihr das wisst, dürft ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Eieieiei. Zum Glück sind sie entkommen. Aha. Und. Jawohl. Da laufen die immer noch rum, einsam im Wald und sammeln Pilze. Das haben die sich, glaube ich, auch anders vorgestellt. Zwangspanik jetzt hier. Mies. Die haben sich übrigens gesammelt, die Hunde, ne? Mhm. Na, also der nächste, der in Panik gerät. Und noch eine Rittereinheit, die in Panik gerät. Lol. war das heftig da drüben gerade. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Das hat ganz viele Moral. Wer hat direkt auf zermürbt runtergedonnert? Also wenn ihr mir Profis von Field of Glory erklären könnt, was das jetzt gerade eben vielleicht für ein Effekt war, den wir jetzt hier erlebt haben, ne? Weil es hat ja alle drei Einheiten auf zermürbt runter. Dann lasst es mich gerne wissen, ne? Ich kann mit denen hier leider nicht angreifen, weil es keine Lenkler sind. Aber vielleicht erledigen wir das jetzt hier von alleine noch. Ja, da ist die Panik. Da ist die Panik, wie man sie sich vorstellt. Ah, die eine Einheit hier, die wurde nicht in Panik versetzt. Aber alle anderen. Okay. Gut. Da drücken halt immer noch so ein paar von denen durch, ja? Diese fröhlichen Flachzangen hier aus der Hölle. Und den Kampf hier verliere ich auf Dauer, weil diese Ritter halt dann doch zäh sind. Den drehe ich mich jetzt hier ein, um den hier in den Rücken zu knallen. Sofern möglich. So, bis dahin. Den hier haben wir nicht mehr gebraucht. Bewege ich dahin. Und noch dahin. Ich drehe ich um. Könnte den hier jagen. Komm, mach mal. Das sorgt für ein bisschen Mobilität hier auf dem Schlachtfeld. Was anderes kann ich mit denen ja eh kaum machen, gerade eben. Okay, du bist hier aber immer noch voll fit. Das heißt, ich drehe ich um. Naja, was heißt voll fit? Eigentlich haben sie ja Angst. Na komm schon, gebt auf. Es sieht gut aus. Das wird nicht mehr lange dauern. Und ab jetzt sind wir offiziell voll in ihrer Flanke. Dass sie hier durchgebrochen sind, hat ihnen nichts geholfen. So, Freundchen, was machst du denn jetzt? Du musst da welche gucken, ne? Angriff von hinten kassieren. Instant zermürbt, dann können wir hier noch mit rein und es beenden. So. Ich würde behaupten, wie es im Buche steht, aber ich kenne das Regelwerk nicht. Deswegen halte ich mich da mal mit so einer Aussage zurück. Tatsache, kannst du gar noch beschießen.
So, wir machen noch einen. Aber das wird wahrscheinlich der letzte sein. Ne? Ihr seht, es macht langsam keinen Sinn mehr. Das ist wie beim letzten Mal. Und ich glaube, an der Stelle gucken ohnehin nur noch diejenigen zu, die ja, solche totalen Siege gerne auch sehen. Das werde ich aber auch wahrscheinlich nicht immer machen in der Zukunft. Ne? Weil die Gefechte dauern schon lang genug. Also wenn ich da so ein reguläres Gefecht dann quasi spielen kann. Ich weiß nicht. Das würde, glaube ich, so eine, circa eine Stunde dauern, glaube ich. Aber ist jetzt immer so mein grobes Gefühl. Immer so circa eine Stunde. Das finde ich auch ganz angenehm, wie ich finde. Mhm. Da schießen sie mir nochmal in die Flanke, aber machen nicht viel Damage. Was wollen die denn da hinten? Man weiß es nicht. Die tänzeln da rum, als ob es da hinten irgendwie was Wichtiges gäbe. Die Ritter haben sich vollständig erholt. Daran erkennt man, wie wichtig das ist. Dass man solche Truppen nicht unbeaufsichtigt lässt. Oh, die nächste Einheit flieht in Panik. So, wie gesagt, letzte Runde, die wir so spielen. Ja, ich hau's in eine drauf. Die Armbrustschützen wissen schon, was sie tun. Jetzt hoffe ich mal, dass ich da hier die Zusammenhaltssituation nochmal deutlich reduziere. Jawohl. Da haben wir die Situation wieder ein bisschen fairer gemacht. Nicht wirklich sehr fair, aber fairer. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Ich schon direkt angreifen. Ja, es ist 50-50. In meiner jetzigen Situation kann ich mir 50-50-Situationen ohne Probleme leisten. Okay, du drehst dich ein. Du marschierst da lang. Du marschierst da lang. Du da lang. Drüben gibt es keinen Grund mehr zu bleiben, denn alle sind ja bezwungen. Der verfolgt dir noch. Was haben wir da noch? Ich schicke dich jetzt da hoch. Also ich spiele diese Runde jetzt hier noch so zu Ende, als ob ich hier noch eine weitere Runde kämpfen würde, auch wenn ich es nicht tue. Angriff. Und das ist witzig jetzt, ne? Das ging nur, weil ich ihn jetzt hier gerade eben Kontrollzone genommen habe. Deswegen konnte ich jetzt diesen Angriff hier in den Rücken noch durchführen. Die Rittereinheit dreht sich dahin. Ich will, dass jetzt hier diese Pilzsammler findet und jagt. Okay. Gebe ich nochmal eine Rittereinheit. Hier aber kommt. Ist das meine? Nee, das ist nicht. Komm nicht an die ran. Ich sorge dafür, dass ich die hier attackieren kann, sobald es geht. Selbiges Spielchen hier. Gehst da noch hin. Kannst aber leider nicht schießen, weil die Reichweite zu gering ist. Okay, das war's. Dann schauen wir uns noch einmal den gegnerischen Zug an. Bedürt. Aber ich bin sehr zufrieden, wie das gelaufen ist. Ich würde mal sagen, anhand der Ergebnisse kann man nicht sagen, dass diese Schlacht wirklich unausgeglichen gewesen wäre. Hier haben wir sogar nochmal eine Zwangspanik verursacht. Wir sind schon bei 75% fliehenden Feinden. Ich glaube, ich habe bei der Hinschlacht auch ungefähr ähnlich viele verloren. Das ist halt echt der Hammer, wie viele da rumrennen.
Aber du weißt halt nie, ob nicht doch nochmal einer sich sammelt. Ja, wie der hier gerade eben zum Beispiel, ne? Der hat sich gesammelt. Aber ich glaube, der hat auch eine höhere Chance wahrscheinlich, weil da noch ein Kommandant in ihm drin steckt. Keine Ahnung, was sie da treiben. Aber viele Möglichkeiten haben sie nicht. Und noch eine Zwangspanik. Aber es war, glaube ich, auf meiner Seite jetzt. Also ich will mir nicht ausmalen, was passiert, wenn du diesen Seitenwechsel der Dithmarschen noch nicht abfangen kannst. Ich glaube, das kann sehr, sehr schlecht laufen. Schon 77%. Und meine Ritter haben sich gesammelt. Perfekt. So, wir haben gewonnen. So, ihr seht auch, ne? Das war auch diese Schwierigkeit genau dieselbe. Die anderen könnten wir anklicken. Dänensieg. Mein Herr, der heutige Tag wird in die Geschichte eingehen. Dies ist ein glorreicher Sieg. So, gucken wir mal. Ja, wir haben ähnliche Truppen verloren und ähnliche Verluste zugefügt. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, wie ihr hier jetzt zu diesem Szenario steht. Haltet ihr es auch so wie ich für ziemlich ausgeglichen? Also ich bin durchaus sehr zufrieden, wie das Ganze hier gelaufen ist. Und ja, mal schauen, was als nächstes kommt. Ich habe auf jeden Fall vor, jetzt hier aus meiner jetzigen heutigen Sicht demnächst mal mit ein paar YouTube-Kollegen aufzunehmen und mal so ein bisschen PvP zu zeigen. Das ist deutlich anspruchsvoller als gegen die KI. Bin selber gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit, ne? Tschüss und Ade.